Das heißt, sie können diese Verse zwar benutzen. Die können das benutzen, aber die können diese Verse nicht verallgemeinern. Bis sie uns an die Sicherheit bringen, dass alle Sahaba, die unter dem Baum gläubig waren, bis sie uns einen Beweis bringen, dass alle Sahaba, die diesen Wohlgefallen Gottes erlangt haben, weiter erlangt haben, bis sie gestorben sind, und das Gegenteil nachweisen, was wir nachweisen können, dass diese Sahaba viel geändert haben nach dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt selber: Inni ara rijalun mimman sahaba yadkhaluna mudkhalan ghayra mudkhali aw ghayra madkhali. Das heißt, ich sehe einige von meinen Freunden, die gehen einen anderen Weg als mein in Qiyam. Oder yu'khadhu bihim, die werden weggenommen von mir. Und dann werde ich sagen: ja Allah, oder oh Gott, oder Ashabi, Ashabi, meine Freunde, meine Freunde, meine Sahaba, wird mir gesagt, du weißt nicht, was sie nach dir geändert haben. Und dann sage ich: verdammt, verdammt, oder Fluch, verflucht sei an denjenigen, die nach mir geändert haben. Und ich sehe, dass davon nur einige davon gerettet werden. Kleine Scharen davon gerettet werden. So, und ein anderer Hadith sagt: يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ زُمَرَ زُمْرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ زُمْرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ. Das heißt, Zumra ist nicht weniger als 70.000 von meinen Sahaba. Das ist in Bukhari, das ist in Muslim. So. Wer sind das, diese Sahaba? Waren diese Sahaba unter diesem Baum? Haben sie auch ihren Eidesschwur abgelegt? Oder waren sie nicht? Wer kann uns das sagen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: 12 von meinen Sahabe, 12 von meinen Sahabe sind Munafiqin. Sind Munafiqin, das heißt Heuchler. Die gehen in die Hölle. Und 4 davon werden sie nicht aus der Hölle wieder rauskommen, bis der Kamel oder das Kamel durch das Loch eines Nadeltuchs geht. Waren diese 12 unter diesem Baum oder nicht? Wer kann uns das sagen? Wer? Das kann nur Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Rasulullah s.a.w. hat nur angedeutet, dass da von seinen Freunden 12 Munafiq gibt, ne, die überhaupt nie ins Paradies reingehen können. Davon die 4. So, wer sind das gewesen? Waren sie unter dem Baum oder nicht? Das heißt, wir verstehen dadurch, dass der Koran sich nicht widerspricht mit den Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit der Aussage von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die vervollständigen sich, Koran und Sunna vervollständigen sich. Und deswegen hier steht: Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Das heißt, an den bahnbrechenden Ersten, den Ausgewanderten, den Helfern und den Rechtschaffenen. Also von denen, von ihnen. Welche? So. Welche? Die ihrem guten Vorbild folgten, also denjenigen, die ihnen folgten. Ne? Hat Gott aber guten Vorbild. Ne? Mit einem guten Vorbild. Das heißt, das gute Vorbild von denen genommen. Das heißt, sie hatten schlechte und gute Vorbilder. Also hat Gott wohlgefallen und sie haben den Gott wohlgefallen. Gott hat ihnen Paradiesgärten bereitet. Das ist allgemein. Da besteht kein Nachweis oder keine Andeutung für eine bestimmte Person. Das heißt, könnte X, könnte Y sein. Aber es ist diese Vorbereitung vom Paradies. Ne? Jeder hat eine Vorbereitung im Paradies und in die Hölle. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, laut Hadith von Al-Sunnah wa-Jama, wenn der Mensch geboren wird, wird für ihn 2 Häuser vorbereitet. Einmal in die Hölle und einmal im Paradies. Genauso. وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَهَا. Das heißt, der Mensch kriegt 2 Wege. Einmal gut, einmal schlecht. Und dann musst du gucken, welchen Weg du gehst. Das heißt, selbst wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Häuser vorbereitet hat, ne? Er hat ihnen diese Häuser vorbereitet aufgrund ihrer Werke. Aber wer sich ändert, bevor er stirbt,
Geht er weiter ins Paradies? Das ist, da besteht keine Möglichkeit. Das ist erstmal die paar Verse, einmal von Surat al-Tauba und zweimal von Surat al-Fatih. Und da gibt es noch andere Verse. Jetzt wollen wir wissen, wer sind die Gläubigen? Wer sind die Gläubigen? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Gläubigen? Wie können wir wissen, wer waren die Gläubigen? Indem er sagt zum Beispiel, Ula'ika humul mu'minun haqqa. Die sind die wahren Gläubigen. Wie kann man das feststellen, dass diese Menschen alle gläubig waren? Wobei, wie er gesagt hat, wir haben, dass unter diesen Menschen einen Sahaba gab, dessen Namen Al-Walid ibn Uqba, der war auch von den Muhajirin. Al-Walid ibn Uqba war mit von den Muhajirin. So. War er auch von diesen Ersten? Von den Auswanderern? Von den Muhajirin? Ja, er war von den Ersten. Er war von den Auswanderern, von den Muhajirin. So. Was ist das denn für eine Tugend, für die Sahaba oder Vorzüglichkeit? Weil sie auswandern. Nur weil sie auswandern, werden sie ins Paradies gehen. Von den Auswanderern war Al-Walid ibn Uqba. Und Allah sagt in ihm, Ya ayyuhal ladina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nabihi. Das heißt, wenn ein so fasiq euch einen schlechten oder falschen Nachrichten bringt, sollt ihr nachgucken, nachweisen. Nach Nachweis gucken. Ne? Das klären, was er sagt. Ne? Vielleicht werdet ihr anders denken, also falsch denken über andere Menschen, ne? Und dann werdet ihr euch bereuen. Durch Unwissenheit. Und dieser Fasiq war diesem Muhajir. Der war einer von den Muhajirin. Das heißt, müssen wir wissen, wer sind die Gläubigen. Allah sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in Surah al-Hujurat, Vers 15, er sagt, innama al-mu'minun, lediglich sind die Gläubigen, diejenigen, alladhina, amanu billahi wa rasuli. Also lediglich sind die Gläubigen, diejenigen, die an Allah und seinen Prophet geglaubt haben. Das heißt immer noch im Herzen. Richtig? Nur die. ثم لم يرتابوا. Jetzt gucken wir, wie die Übersetzung auf Deutsch heißt. ثم لم يرتابوا. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Und diejenigen, also erstmal ثم لم يرتابوا, erstmal hängen, damit wir gucken, wie die Übersetzung davon ist. Ne? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, وَجَاهَدُوا, und sie haben gekämpft in, mit ihren Geldern und ihren selbst, und sich selbst, im Gottesweg. Die sind die Wahrhaftigen. Das heißt, die Gläubigen sind wahrhaftig. Jetzt gucken wir, wer von den Sahaba würde zu ihnen diesen Vers passen, der sein Geld und sich selbst geopfert hat. Im Gottesweg. Wir wissen alle, dass nach diesem Vers von denjenigen, also den Eidesschwur unter dem Baum, ist Khaybar gekommen. Khaybar ist gekommen, dieser Krieg von Khaybar. Und wir wissen durch Überlieferungen, dass Abu Bakr und Omar weggelaufen sind oder nicht geschafft haben, ne, zu kämpfen. Gibt es auch Überlieferungen, die wir sagen, dass sie sich als Feigen gegenseitig bezeichnet haben. Abu Bakr und seine Soldaten und Omar und seine Soldaten. Und derjenige, der das geschafft hat, diese Eroberung im Islam, war Ali a.s. mit seinem Schwert. Das heißt, dieses Kampf im Gottesweg, sich selbst opfern, war Ali a.s. in Khaybar. Und davor war er in Uhud. Und davor war er in Badr. Und so weiter und so fort. Und dazwischen war er in Khandaq.
Harbul Ahzab, Ma'arakat al-Ahzab.